Gut, dann könnt ihr euch ins Bett begeben, ihr jeweils da, wo ihr genächtigt habt. Aktuell seid ihr im Blutkrug und die anderen verziehen sich dann in den tropischen Landhof oder in die 21 Hotel Schwarz und Rot. Könnt da dann regenerieren und am nächsten Tage geht es weiter. Wie viel bekomme ich im Schwarz und Rot? Wie viel was? Ihr Bonus auf die Regeneration. Plus 4 hatte ich, glaube ich, gesagt, ne? Weiß es leider nicht mehr. Ich glaube plus 4. Ach, Magister, Magister. Ja. Ihr habt es auf dem Feld nicht mehr geschafft. Könnt ihr euch wohl meine Wunden noch einmal ansehen? Selbstverständlich. Letztes Mal das Würfeln vergessen. Die Ömer wird, wenn er in seinem Schwarz- und Rotzimmer ist, noch einige Stunden lesen, und zwar in seinem Buch Codex Demonis. Das hast du aus der Hesinde-Bibliothek aus dem Keller, richtig? Genau. Gut. Damals in Garret mitgenommen. So, damit Ein sehr, äh, ein sehr, ein sehr verbrennungswürdiges Buch, wie man meint. Und das Problem ist, dass das Buch in zwei Etappen gelesen wird. In der ersten Etappe, also ich lese natürlich die ganzen Formeln und so etwas, das wird er immer überspringen, weil er eben mit Formeln und diesen ganzen Sachen, man kann daraus theoretisch den Invocatio Minor, Invocatio Manor, Major ableiten und verbilligt steigern. Ja, man kann daraus jetzt hier Beschwörungs- und dämonische Gesamtformeln erlernen, aber das sind alles Dinge, die kann Ömer nicht, die versteht Ömer nicht und die kann er deswegen auch schnell überspringen. Ihn interessiert der Teil, den das Buch darstellt, nämlich die Beschreibung von Dämonen und das Aussehen und so etwas und die Eigenschaften davon. Das Buch versucht ja irgendwie neutral zu sein, ist es aber nicht komplett, weiß man ja. Aber das weiß Ömer nicht. Und ja, für die ersten 150 Seiten sind zwei Mutproben fällig. Und da würde ich jetzt ganz gerne mal die erste würfeln. Mal schauen, ob es überhaupt weitergeht. Es kann sein, dass ich Aberglauben bekomme. Es kann sein permanent, dass ich Wahnvorstellungen bekomme. Es kann aber auch sein, dass alles gut geht. Ich lasse für sowas keinen Schicksalspunkt zu. Glück ja, kein Schicksalspunkt. Gut. Dann kommt jetzt die erste Mutprobe. Die Mutproben sind nicht erschwert. Sie ist gelungen. Wenn sie nicht gelungen wäre. Ich habe nichts gesehen. Nichts gesehen. Nichts im Chatfenster. Da ist sie. Ich sehe es. Jetzt ist sie da. 10. Ja, wenn sie misslungen wäre, dann müsste man gucken. Ist sie mehr als 5 Punkte misslungen, dann hätte ich den Punkt, den ich einen Punkt Aberglaube geschenkt bekommen, permanent. Wenn sie ein Patzer ist, hätte ich Wahnvorstellung geschenkt bekommen. Und ja, wenn ich, wenn du sagst, okay, du schaffst den Rest des Buchs auch noch heute, dann muss ich jetzt noch eine zweite Mutprobe ablegen. Welche Seite im WDZ ist das? Das ist im WDZ im Buch Seite 87. 87. Ich kriege aus dem Buch gar keine Vorteile heraus, außer das allgemeine Wissen über Dämonen. Ja. Weil vor allen Dingen auch sowas wie wahre Namen nützt mir nichts, weil ich ja wahre Namen nicht benutzen kann. Ja, würde ich dir sogar noch eine zweite Probe zugestehen. Okay, wenn ich das Buch. Du kannst deine Magier abgeben, wenn du willst. Na, erstmal kommt jetzt die zweite Mutprobe, dann habe ich das Buch nämlich so gut wie durch und wenn die gelungen ist, kommt nochmal eine Probe. Voraussetzungen erfüllst du, ne? Du kannst mittlerweile Zayat, das war die Sache, die du brauchtest. Auch die zweite Mutprobe gelungen. Das ist gut. Jetzt kommt aber eine entscheidende Probe. Und zwar kommt jetzt ein W20-Wurf. Bei 1 bis 3 hüpft da ein Dämon raus und haut mir dermaßen aufs Maul, dass mir schwindelig wird. Einfach so. Glücklich. Ist sogar gar nicht so wenig, gerade wenn man da nicht Chippy benutzen darf. Gewonnen habe ich dadurch nichts, außer dass ich hätte verlieren können. Mhm. Denn ich bin kein Magier. Du siehst auf alle Fälle, wie die Kerze oder das Licht, was du noch bei dir hast zum Lesen, ein bisschen flackert und ein paar Schattententakel, die sich auf den Schrankwänden gebildet haben. Aber wenn du genauer hinguckst, war da wohl doch nichts. Ab und zu mal ein bisschen flüstern, aber das wird wohl aus den Wänden gekommen sein. Über dir, unter dir sind natürlich noch irgendwelche anderen Leute. Vielleicht ein bisschen kratzen oder scharren, aber das war dann wohl irgendeine Reihe, der dann auf der Außenwand irgendwas transportiert. Nichts Verdächtiges, was aus diesem Buch herausströmt und nach dir greift, nach deinem Herzen und dich verschlingt. Ja. Dann hast du Wissen über die Dämonen aus sämtlichen Sphären. Ich würde mir später ganz gerne irgendwann mit Erlaubnis, dadurch mir vielleicht auch erarbeitet haben, die Spezialisierung Magiekunde auf Dämonen holen dürfen. Ja, ohne Probleme. Und selbst wenn ich den Dämon noch nicht vorgestellt habe, könntest du ihn eben auch erwürfeln.
mit einer Magiekundeprobe. Das heißt, wenn da jetzt sowas kommt wie ein Nephasim, den ich noch nicht beschrieben hatte, dann wirst du ihn vielleicht aus dem Buch kennen durch irgendwelche Abbildungen, die dich in den Wahnsinn treiben wollten, aber es nicht geschafft haben. Gut, mein Ziel ist erreicht. Und dann legt man sich noch ein paar Reststunden schlafen. Ich verzichte auf Regenerationswürfe. Ich denke nur, dass man jetzt nicht total überanstrengend in den Tag hineingehen sollte. Gut. Nächster Tag. Regenerieren wir mal. Die anderen haben schon regeneriert. Und wir springen einfach mal. Ja, weiß ich nicht. Ihr habt jeder irgendwie ein Ziel, irgendwie alle einen Auftrag. Ihr müsst euch nicht noch einmal im Blutkrug treffen. Das macht, glaube ich, keinen Sinn. Yalan geht in die Arena. Was tun die anderen währenddessen? Ich werde noch einmal den Plan ein wenig durchgehen, noch mal ein wenig studieren, was ich in der Magierakademie gesehen, gelernt hatte, wie man eventuell dem Udalbert sein Halsband abnehmen kann. Was hast du denn da herausgefunden über diese Halsbänder? Nun, diese Halsbänder sind definitiv magisch und sie haben die unangenehme Gewohnheit, Leute zu erwürgen, die Blödsinn machen. Sprich, wenn wir es ihm nicht abnehmen und er versuchen sollte zu fliehen, wird er erwürgt werden. Und das funktioniert so, wenn ein Gotongi ihn dabei sieht, wird das an den Meister weitergegeben und der kann ihn erwürgen lassen. Eine Möglichkeit, es loszuwerden, es gibt verschiedene magische Möglichkeiten, es loszuwerden, doch es ist fraglich, ob es in diesem Umfeld, wo Magie sehr seltsam funktioniert, überhaupt funktionieren kann. Oder man knackt einfach das Schloss. Ja, schauen wir mal, was ihr so tut, wie ihr euch entscheidet. Natürlich ist dein Zugang in der Bibliothek erst einmal sehr, sehr stark begrenzt. Und es stehen dort unglaublich viele Bücher, auch sehr viele Profane, die im Laufe der Zeit sich dort angesammelt haben, auch einige Altbestände aus der Kampfakademie Ysilia, die haben jetzt noch weiß und irgendwann noch grau. Auch da hat man noch ein paar Bücher gefunden in den Ruinen, in den Trümmern. Und natürlich auch sehr viel allgemeines Zeug, was man auch in Punin finden könnte. Oder auch in Gareth, die haben ja auch eine Akademie, die sich daneben um sowas kümmert. Aber also du kannst natürlich was über diese Halsbänder herausfinden, das ist jetzt nichts, was unbedingt geheim ist. Die wird natürlich dann eben auch von diesen Dämonen weiter berichtet, die dann dieses Halsband ersetzen mit dem Stachel, mit dem Sporn, die sich dann reingrammen in das Rückgrat und dann auch Eigenschaften, Attribute verbessern. Auch von denen kannst du lesen, aber ja, wirklich viel ist es nicht. Es ist halt ein bisschen oberflächlich, aber es soll reichen. Irgendwas anderes, was du noch tun willst? Wenn ich schon mal in der Bibliothek bin, werde ich mich so ein wenig umsehen. Ich werde nicht unvorsichtig werden, heißt, ich versuche jetzt keine Bücher zu lesen, die mein Pakt anhängen. Sondern schaue, ob ich grobflächig noch irgendwelche nützlichen Informationen extrahieren kann. Möchtest du sowas lernen wie Invocatio, Minor, Major, Pentagramma? Nun, wenn ich irgendwelche Thesen finden kann, schaue ich es mir definitiv genauer an. Ja, wenn du sowas ganz, ganz Einfaches haben willst, da würde dich jetzt niemand irgendwie von abhalten. Du kannst natürlich auch in die Studienräume gehen, wo Vorlesungen gehalten werden oder auch bei einer Beschwörung zusehen, wenn sich da irgendjemand gerade was bestellt hat, da kannst du auf alle Fälle mal reinsehen, vor allem auch als Anregung, als Appetitanreger. Nach dem Motto, wie einfach das doch wäre, da kann man dich zusehen lassen und du kannst auch lernen. Vor allem interessant ist natürlich auch dieser Spruch, von dem sie öfter geredet haben, womit man Antimagie antimen kann. Protektionis. Wenn ich darüber. Den wirst du nicht kriegen. Nein, das ist verschlossen. Zumindest grobe Informationen. Was das sein soll. Hätte ich gerne. Also keine These, sondern einfach so Informationen. Wie soll das bitte funktionieren? Was soll das bitte sein? Gut, dann kannst du auf alle Fälle. Also du wirst nicht den Spruch kriegen, aber man kann dir eben erzählen, was der Protektionis tut. Eisenmann, Torgosch, hast du was vor? Möchtest du was tun? Möchtest du Igna unterstützen, gut zureden? Ja, ich würde ihm nochmal sagen, dass er einfach da jetzt hinfahren soll. Igna, wenn du da hin willst, auf dem Weg, ne, musst du schweigen, mit keinem reden. Weißt du, wie das funktioniert? Ja, okay, das krieg ich hin. Die beiden Esel von Ragnar sind weg. Ich weiß nicht, was mit ihm passiert ist, aber den Leonardo, den kann ich mitnehmen. Ja, du machst das schon. Klopf ihm nochmal auf den Rücken. Ja, du wartest dann da auf uns. Ja, also bei der Steinmann. Ja, genau. Also ja, brauchst du sagen, wo. Ja. Gut. Du machst das schon.
Dann nicke ich ihm nochmal zu und danach würde ich selber Aufwärmübungen machen, weil ich ja weiß, dass ich nicht der beste Kletterer bin und schon mal so meinen Körper ein bisschen strecken und so. Du möchtest dich aufwärmen fürs Klettern oder für welchen Kampf? Fürs Klettern. Fürs Klettern, gut. Kannst auch meinetwegen noch ein paar Kletterübungen machen, je nachdem, wie viel Zeit da noch ist. Zumindest hatte Ömer dir die Handschuhe noch nicht vorbeigebracht, aber der wird wohl sicherlich im Laufe des Tages irgendwo kommen. Vielleicht hat er euch in der Arena verabredet, da müsstet ihr ja sowieso erstmal irgendwann mal bei Jalan vorbeischauen. Ömer wollte wohl jetzt gerade um diese Uhrzeit die Handschuhe besorgen oder irgendwas am Tor machen. Trefft euch einfach an der Arena wieder. Vorher noch irgendwas? Nö, vorher bin ich fertig. Dann machen wir weiter bei Ömer. Ja, Ömer will in die Schwarzstoffwerke. Er sucht den Händler auf, der ihm gestern die Handschuhe für 3 Dukaten das Stück verkauft hat und kauft eben noch einmal 4 Stück ein. Ja, 4 mal 3 sind 12 Dukaten. Die zahlt Ömer natürlich gerne und die müssen wir mal zur Seite steigen. Bekommen hattest du 50, richtig? Ja genau, da muss ich noch ein paar andere Sachen verkaufen. Dann als nächstes, wenn wir die Handschuhe haben, dann kauft er noch ein einfaches Lederband, was lang genug ist, dass er sozusagen vorne und hinten am Speer verbunden werden kann. Aber das Ding ist einfach nur sozusagen im Endeffekt ein Lederband für Eisemann. Ja, wenn du beim gleichen Händler mal nachfragst nach dem Motto, wo kriege ich denn sowas, würde er dir sagen, ja, das ist Abfall, das ist Müll, kann ich dir umsonst mitgeben, musst du nichts für bezahlen. Gerade wenn du jetzt hier gerade 4 bzw. 5 Handschuhe gekauft hast, dann kriegst du das umsonst oben mit drauf. Ja, super. Gut, wird genommen. Und die Sachen werden jetzt erstmal ins Schwarz-Rot-Hotel gebracht von mir, dass sie nicht wegkommen. Und dann wird sich aufgemacht zum Sichelstiegtor. Ja, nach oben, Magramfeld. Genau, Richtung Magramfeld. Ja, wieder nicht so viel los. Also ein paar Bauern, die davor stehen. Die große Schlange, die ihr am Anfang hattet, die ist natürlich verschwunden, weil schon alle drin sind. Ein paar Kontrollen, die da gemacht werden. Wieder irgendwie schwarzes Korn, was reingebracht werden muss, um diese gigantische Stadt zu ernähren. Die Erhaltengardisten haben auf alle Fälle Zeit dann für dich, wenn du dort eintriffst und auch... müsstest du dich dann eben durchfragen. Sicherlich hat da irgendwer für dich Zeit. Ja, man schaut einfach mal, dass man hier mit Oberweibel Dämonik Köhler reden darf. Ja. Ich überlege gerade. Ja, du wirst aber so zu ihm vorgelassen. Ich habe mir überlegt, ob du Gassenwissen oder Kriegskunst oder sowas mal würfeln musst, um da irgendwie... Ich gebe einfach mal jetzt hier irgendwie hier einen halben Dukat aus an Bestechungsgeld. Ihr halten gerade, dass ich hier sozusagen irgendwie so, weißt du, wer bist du denn? Und dann ja, hier der hohe Herr von Dunkelstein schickt mich, ich bin nur der Lakai. Und dann gibt man das bisschen Bestechungsgeld ab, was man da sozusagen mitgenommen hat und dann... gibt man da lieber einen halben Dukat aus, anstatt hier in Fäuste oder Wände hineinzulaufen. Ja, dann wirst du dann am Tor vorbeigelassen, kannst dann an der Wachstube vorbeitreten, wirst ein paar Treppen nach oben gebracht und da kannst du dann in so einem etwas kleineren Büro, auch mit Fenster, nach außen in den Hof, kannst du dann erkennen, wie da wohl Dämonik Köhler, der Oberweibel, sitzt und dich anstarrt, nickt dir dann zu, wenn du reinkommst, wenn du mal anklopfst. Ja, was kann ich für dich tun? Ömer macht eine ganz tiefe Verbeugung. Entschuldigt, hoher Oberweibel. Ich mache euch die Aufwartung, weil mein hoher Herr von Dunkelstein eine Paradefahrt demnächst wünscht und auch nicht aufgehalten werden möchte, wenn er durchs Tor fährt. Hier an diesem Sichelstiegtor, wenn er die Stadt für eine kurze Fahrt auf seinem Streitwagen verlässt. Ja, für den guten Jelnern, warum nicht? Ich darf euch dann deswegen sogar noch einen kleinen Bonus anbieten. Mein hoher Herr meinte, dass Hauptmann Karmutil eurem Aufstieg ein wenig im Weg sein könnte und hat da einige Dinge arrangiert für euch, wenn ihr es wünscht. Ja, er verzieht ein bisschen die Augen, buschige Augenbrauen, zieht da so ein bisschen zusammen. Also ich weiß, dass Jelner viel hintenrum arbeitet. Was hat er denn da arrangiert? Mach mal die Tür zu. Natürlich, Herr. Und dann mach mal die Tür zu. Setz dich. Ja. Es ist so, dass... Er verschließt dann auch mal die Holzläden, damit man auch vom Innenhof nichts mehr hören kann. Es ist so, dass
der hohe Herr Montan nicht gestört werden möchte, der Herr von Dunkelstein, und auch nicht angesprochen werden möchte. Er kommt dann einfach mit der Fahrt durch und sagte, dass er vielleicht noch einige Getreue oder Fans oder wie auch immer das genau nennt, bei sich haben wird und dass er einfach sozusagen zu einer kleinen Spritztour nach draußen fahren möchte. Und es ist so, dass Herr Carmotil, der Hauptmann, nun, Silber ist ja sehr schwer verboten und zufälligerweise haben sich in seine Münzsammlung, in der Schublade seines Schreibtisches im zweiten Obergeschoss einige Silbermünzen in seine Münzsammlung verirrt. Das wäre ja höchst illegal. Genau, der Mann tut höchst illegal. Und ich denke, dass euer rechtschaffendes Wesen dort Pluspunkte sammeln wird, dass ihr der neue Hauptmann werdet. Oh. Er runzelt so ein bisschen die Stirn, reibt sich mal ein bisschen über seine Schläfen. Ich habe nur ein Problem mit dieser Geschichte. Ihr hattet gesagt, er will auf seinem Streitwagen vorbeireiten. Ja. Ich hatte mitbekommen, dass zumindest schreibt das der Tagesoptolit, dass sein Streitwagen zerschellt ist. Ach, er hat doch schon einen neuen, der hohe Herr. Mit ganz weißen Pferden hat er sie sich besorgt. Das ist wohl der neueste Schrei jetzt, ja? Habe ich noch nicht mitbekommen. Ja. Alle mit den weißen Pferden. Dabei, ich weiß nicht genau, woher das kommt, aber das ist etwas, was die hohen Herren unter sich ausmachen, was ich leider nicht erfahren darf. Okay. Also, Jelnan von Dunkelstein. Wann soll diese Parade stattfinden? Heute? Ich bin nicht ganz sicher, wann. Ich glaube, heute oder morgen. Er wird dann auf jeden Fall aufs Tor zu fahren und die Dunkelsteiner Flagge hissen. Ja, mit einigen Begleitern, die dann auf dem Streitwagen stehen. Vier weiße Pferde. Und Es könnte sein, dass er mich auch mitnimmt, dass er mich dann vielleicht schon auf dem Streitwagen erkennt, wenn er eben in voller Montur mit Helm auf dem Wagen steht. Ja, sehe ich so aus, als ob ich mich darum kümmere, was unten am Tor passiert. Aber ja, warum kommt ihr jetzt zu mir? Ich verstehe das nicht ganz. Warum sollten wir euch auch keinen Platz machen? Nun, weil wir nicht von Jelna, sondern von Jerudin von Dunkelstein sprechen. Ach so. Ich hatte die ganze Zeit davon angenommen, dass wir von Jelnan reden. Ich hatte wohl die Korrigierung etwas zu spät eingeflochten. Es tut mir leid. Ja, seine Augenbrauen ziehen sich weiter zusammen. Gut, aber auch für Jerudin werden wir höchstwahrscheinlich Platz machen. Jetzt ist natürlich die Frage, warum sollten wir ihm keinen Platz machen? Warum kommt ihr im Vorfeld zu mir? Und ich kann natürlich das Angebot von... Weil der Mann hat mir gesagt, er möchte auf keinen Fall aufgehalten werden, weil sonst ich und möglicherweise alle möglichen anderen Leute darunter leiden würden und seinen Zorn zu spüren kriegen, da das für ihn so eine Art Prestigefahrt ist. Prestigefahrt? Ich bin da nicht... Ich bin nur der Übermittler der Nachrichten, hoher Herr. Es tut mir leid. Ich weiß nicht, was die hohen Herren auskungeln, währenddessen das niedere Volk zu dienen hat. Okay, und warum kommt ihr nicht einfach zu mir, gebt mir 10 Dukaten in die Hand und sagt, ihr wollt nicht aufgehalten werden? Warum noch zusätzlich diese Information über den Hauptmann? Nun, mir wurde zugetragen, dass ihr dem Geld zwar zuträglich seid, aber dass das Geld, sagen wir, diese Information wird euch hoffentlich ein Stück weit mehr daran binden, euch hier dran zu halten. Gut. Und soll euch auch zeigen, dass man schnell jedem etwas unterschieben kann. Und woher habt ihr diese Information? Von Herrn Jerudin von Dunkelstein natürlich. Gut. Überredenprobe. Gegen seine Menschenkenntnis? Ja. Ich hoffe, er hat keine Kulturkulotolaminlande. Hat er nicht. Ja, danke für das Gespräch. Er nickt, macht sich eine Notiz. Und ruft dann wohl irgendwie einen anderen Weibel, irgendeinen anderen Unteroffizier, ruft da mal ran, nickt dann, entlässt sich dann eben auch bedeutungsschwanger mit einer Hand und ruft dann so 3-4 andere Wachen herein, mit denen er dann auch durch die geöffnete Tür, wenn du wieder nach draußen gehst, kannst du auch schon hören, dass er jetzt gerade die Befehle weitergibt. Hier wird demnächst irgendwie so eine kleine Parade abgehalten werden und man möge doch das Tor offen lassen, wenn die reinkommen und Platz machen. Und es geht los. Du kannst dann mit so spitzen Öhrchen kannst du noch zuhören, wie du deine Treppe wieder runtergehst, wenn er die Befehle weitergibt. Super, Ömer ist zufrieden. Beziehungsweise Abdul. Und jetzt wird er weiterziehen müssen. Es gab doch hier die Schenke Blutkrug, da will ich nochmal hingehen. Da gab es ja auch Söldner.
Und mal schauen, ob wir nicht ein paar mutige und taffe Söldner finden, die für ein bisschen Gold einige Dinge tun wollen. Im Blutkrug wirst du hauptsächlich Handwerker finden. Du müsstest dann zur Schenke-Ogerhöhle. Ja, dann wird man zur Schenke-Ogerhöhle abschweifen. Ja. Ja, wieder die fetten Oger. Diesmal sind allerdings die Ketten ziemlich kurz angeleint, sodass einer von ihnen muss sogar auf allen Vieren liegen und die sind auf alle Fälle dann gemaßregelt. Einer knuspert da wohl auf irgendwas, irgendwas splittert da in seinem Maul, du weißt nicht genau was, aber werden wohl gerade gut gefüttert. Vielleicht sind sogar noch Überreste vom Pferd. Man muss das ja alles weiterverwenden. Ja, also die Schenke treten ist auf alle Fälle unglaublich voll. Es riecht auch zumindest nach Alkohol. Du weißt nicht genau, was es ist, ob es Bier ist. Ja gut, diese Schwarzkorn wird man hier kaufen können. Irgendwie eine seltsame Art Flüssigkeit, die hier ausgeschenkt wird. Und kannst dich umsehen. Hier ist es gerammelt voll mit Söldnern. Ja. Man wird mal schauen, dass man sich jetzt hier versucht, diese Söldner-Sache ein wenig einzufinden und mal so ein bisschen schauen, ob man irgendwo einen findet, der irgendwie mit mehr Respekt unter den Söldnern behandelt wird, der vielleicht irgendwie eine etwas höher gestellte Person ist, dass man nicht direkt mit dem untersten Söldner anfängt zu sprechen. Ja, du kannst irgendwo noch ein Bittich in der Taverne jemanden finden, der da wohl gerade ein paar Leute neben sich hat, die stehen so ein bisschen hinter ihm, flüstern ihm was ins Ohr. Der Tisch vor ihm ist dann so freigelegt, sodass man sich da auch hinsetzen könnte. Du kannst auch zwei, drei Stühle sitzen oder sehen, die davor stehen. Und an ihm ist besonders auffällig, dass seine Hand wohl aus Sand besteht. Wenn du dir das mal ansiehst, hat er seine Hände beide auf die Tische gelegt und eine seiner Hände besteht aus Sand. Dann wird man mal etwas näher herantreten und gucken, ob man die Aufmerksamkeit, den Blickfang von dem Mann bekommt, um dann eine kurze Verneigung zu machen. Und zu hoffen, dass man damit ein Gespräch initiieren kann und nicht eine Schlägerei. Ja, er schaut dich ein bisschen an, abschätzig, und wenn du dann immer noch vor ihm stehen bleibst, nickt er dir zu nach dem Motto, du darfst jetzt sprechen. Danke, der Herr. Ich bin auf der Suche nach einigen Söldnern. Wie viele sollen es denn sein? Ich bräuchte 5 Leute, die einen Streitwagen einige Stunden, vielleicht sogar einen Tag lang, in den Straßen Jolgo Max bewachen. Wir rechnen zwar nicht mit einem Angriff, aber wir wollen vor allen Dingen nicht, dass währenddessen die hohen Herren im Institut der Tiefenforschung sind, dass er geklaut wird oder sonst wie irgendwie weg ist oder beschädigt. Ich denke, dass 5 Söldner ausreichend sind. 5 Söldner. Sollen sie sich gegen Dämonen verteidigen können? Rechnet ihr mit einem Angriff? Wir rechnen mit keinem Angriff. Wir rechnen höchstens mit einem Diebstahl von einem teuren Streitwagen mit Pferden, die eben bewacht werden müssen, damit das eben nicht gestohlen wird. Glaubt ihr wirklich, hier stiehlt irgendjemand einen Streitwagen von einem der hohen Herren? Das glaube ich nicht, aber mein hoher Herr meinte, dass ich diese 5 Söldner da abstellen soll. Euer Herr muss ja ziemlich bescheuert sein. Aber wir nehmen sein Geld trotzdem. Vielen Dank. 5 Dukaten, wenn es ein Tag sein soll. Natürlich. Man kramt die Edelsteine raus und gibt ihm 5 Dukaten. Frag, Vermis, Trypanosia, kümmert euch drum. Sucht euch noch 2 weitere. Ja, die Leute werden sich dann die auch anschließen. Heute wollten wir noch gar nicht zuschlagen, ne? War doch sogar so. Deswegen, das ist nicht für heute. Ich würde dann. Wir haben schon den 4. Tag. Wir haben schon den 4. Tag. Ja, dann ist natürlich klar. Das wird heute sein, natürlich. Ja, 4. Tag. Einer der Söldner müsste vielleicht auch notfalls den Wagen ein kleines Stückchen wegfahren können, falls der Wagen irgendwie aus einem Grunde mal zur Seite fahren muss und dann wieder an die Stelle gefahren werden muss, wo wir den Wagen erwarten werden. Streitwagenfahrer. Dann nimm doch noch Jagdmonika mit. Jawohl, ja. Gut. Kriegen wir hin. Vielen Dank. Mein hoher Herr Jakavetti wird Ihnen wird sich bedanken. Welchen Namen tragt ihr, dass ich Ihnen einen guten Namen, der gute Söldner vermittelt hat, wenn alles gut geht, weitergeben kann? Du meinst unser Banner? Ja, was auch immer das Prestigeträchtigste ist, was ihr mir bieten könnt, um euch nochmal anheuern zu können. Vielleicht auch für größere Dinge. Die Rebschläger.
Die Rebschläge? Rebschläge. Alles klar. Ja, dann guck die anderen Söldner an. Kommen Sie bitte mit. Ja, die kommen mit, folgen dir, wortkarg, wenn du sie führst. Kannst du ja, zum Wagen bringen, ja. Der wird wahrscheinlich mit Schwarz und Rot aufbewahrt werden für Jalan. Das macht auf alle Fälle Sinn, ja. Schaut mal, man gibt mir Schwarz und Rot, sagt den Söldner kurz bitte hier draußen warten, also ich nehme die nicht mit rein, und fragt dann, ob Jerodin von Dunkelstein im Hotel ist. Der ist schon rausgekommen. Ja, aber du kannst dann auch hinten zu den Ställen gehen. Schwarz und Rot ist natürlich ein ziemlich großes Hotel und wenn du da, ja, du weißt, wo dann die Streitwagensachen stehen, das kann dir dann Jerodin schon vorher gezeigt haben. Gut, dann hatte Piero die vielleicht auch bei der Rezeption schon Bescheid gesagt, dass bald einer seiner Vertreter kommen wird, um seinen Streitwagen heute abzuholen. Gut, und die sollen jetzt wo warten? Am Institut der Tiefenforschung? Machen wir wieder ein Kreuz, wo die warten sollen. Ja, ich dachte, dass sie ungefähr hier warten werden. Gut, ich glaube, dass wir sozusagen hier die Straße langfahren können, dass der Wagen so steht und dass es so aussieht, als wenn wir jetzt hier irgendwie, wenn wir nämlich hier um die Ecke gehen oder wie auch immer wieder reingehen, dass wir dann eben das machen können. Warte, ich mach dir ein Kreuz hin. Oder so. Ja, das ist ungefähr die Idee. Dann können die notfalls nämlich auch noch hier reinfahren, kurz um die Ecke, wenn hier irgendwas durch muss, was größer ist, ein Dämon oder so, und dann wieder rausfahren, den Wagen wieder hier positionieren. Tionen, ja, Gravetti. Ich würde erstmal probieren, die Musiker von Saltatio Mortatis Mortis aufzutreiben. Mhm. Und zwar im Bereich der. Na, macht das gerade? Ist mit Leertaste, oder? Leertaste. Da. Etwa da probiere ich in der Arena die Musik aufzutreiben, weil ich vermute, die sind noch nicht im Schloss eingeladen. Nein, sind sie noch nicht. Dann kannst du gerne mit Alea dem Bescheidenen sprechen. Dem Anführer des Ganzen. Ein kleiner Alan Fahner mit flammendem Blick, der Sänger und Frauenschwarm, Wortführer der Gruppe. Ja, der gerade sitzt und genießt wohl Ilmenblatt oder so etwas, zumindest irgendeine Art Rauschkraut, könnte auch ein bisschen verbotener sein, vor allem im Mittelreich, könnte dann unter die Drogenbeschränkung vom Wehrhammer Index fallen, wissen nicht ganz sicher. Zumindest steht er dann da, sitzt dann da, neben sich Maultrommel und Didgeridoo noch abgestellt, andere Leute sitzen wohl auch daneben, Dudelsack, Gitarre, was auch immer sie da alle haben, und er als Wortführer wird dir dann da wohl empfohlen. Ich trete an ihn heran, ich gebe ihm zu. Ihr seid der Anführer von Saltatio Mortis? Das ist richtig, ich bin der großartige Alea. Nun ja, wie auch immer. Der Bescheidene. Ihr wisst von eurem Auftrag im Namen von Asmodeus, dem Hofzauberer? Wir sollen, wenn wir denn eingeladen werden und den Gesangeswettstreit für uns entscheiden, werden wir wohl in den Schwarzen Palast eingeladen. Und dort sollt ihr ein Ständchen bringen, nicht wahr? Ein Ständchen? Wir sollen mit Musik aufwarten. Na gut. Im Namen Asmodeus befehle ich euch, euch zur Mittagszeit im Palast einzufinden. Ich zeige ihm halt nochmal diese Vollmacht, die ich vom Asmodeus bekommen habe. Wie siehst du gerade aus? Ich bin eine Söldneruniform. Ihr halten gerade, genau. Ihr werdet morgen, beziehungsweise heute Nachmittag schon am besten in den Palast kommen. Ich werde dafür sorgen, dass ihr in den Palast kommt. Ihr werdet dort ein spezielles Instrument erhalten. Könnt ihr mit einer Harfe umgehen oder irgendjemand von euch? Wir können alle spielen, was man spielen muss. Gut. Dann werdet ihr von mir ein Instrument bekommen. Wenn ihr diesen Sängerwettstreit gewinnen werdet, was ich wohl annehme, werdet ihr wohl vor dem Dämonenkreise spielen. Benutzt dieses Instrument im Auftrag von Asmodeus.